Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Yugi-Tube, zu dem zweiten Teil meines Expert Edition Volume 1 Openings. Jetzt mit den zweiten 20 Booster Packs. Wie immer werde ich jetzt die Booster Packs erstmal nochmal durchmischen, damit natürlich die Spannung etwas größer ist. Gut. Passt. Ja. Im ersten Teil haben wir ja schon die zwei Ultra Rare Pulls gezogen. XYZ Kanonendrache. Und natürlich den interdimensionalen Materietransporter. Und als Super Rare den Sargverkäufer, also schon mal sehr gute, wie ich finde, Holopuls. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich mal weiter. Und ja, da haben wir jetzt erstmal wieder diese Bogenkarte für eine der Wächtermonster von Raphael, also auch aus Dark Crisis. Dann wieder diesen Typen da. Dann wieder diesen Urknall-Kanonen-Dings oder so ähnlich als Rare. Dann den Unionsdrache und den Gagagigo. Und die magische Bibliothek des Königs. Ja. Dann auch schon das zweite Booster Pack. Also, wie gesagt, das geht ja wieder im Großen und Ganzen schnell. Wir haben ja schon dann zum dritten Mal das Ritual des weißen Drachen, dann wieder diese Bogenkarte, dann wieder diese verfluchte Mauerkarte, dann nochmal Säuger, dann wieder angreifende Menschen und der rachsüchtige alte Magier. Ja, wie schon gesagt, bei so vielen Karten wiederholen sich natürlich erst recht die Kamenkarten. Dann haben wir, wie gesagt, auch schon als drittes die Shinatos Arche Ritualkarte, dann nochmal die verfluchte Wand, dann Rettungsseil als Rare. Auch eine sehr schöne Karte, wie ich finde. Vor allem mit einem guten Effekt dann Cobra Krug, umherlaufende Menschen und wieder die unglückselige Katze. Gut. Ich glaube, ich tue das mal wieder ein bisschen weiter nach vorne. Dann kann man das noch alles schön sehen. Und dann sind wir auch schon wieder beim vierten Booster Pack. Da haben wir jetzt erstes wieder Frage wiederholen. Dann wieder vertraut mit Exodia, Ritus des Geistes, dann die unglückselige Katze, dann Ninkenhund und auszubildende Magierin. Also der Ninkenhund war auch wieder eine Karte aus dem Dark Crisis Booster Set. Also die Karten, die ich ja unbedingt für meine Setsammlung natürlich brauche. Dann wieder die Kristall-Ungeheuer-Verschmelzung oder so ähnlich, dann der raubende Goblin Krug, dann Fluch des Alterns, dann diese Echsenkarte, dann der große Angus und der große Dieb oder so ähnlich. Also er ist zumindest das Gegenstück zum weißen Zauberhut. Ja. Gut. Dann nächstes Pack. Bin schon gespannt auf die nächste Holokarte, die wir ziehen werden. Da haben wir wieder die Ritualvorbereitungskarte, dann wieder den Vertrag oder so ähnlich mit dem dunklen Herrscher, dann wieder diese, ich sag mal, etwas komische Karte, dann wieder dieses Zombie-Monster. Dann umherlaufende Menschen und wieder die amazonische Tigerdame. Ja.
Dann sind wir auch schon wieder beim nächsten Pack. Bis jetzt nur zwei weitere Rares. Sonst nichts Neues bis jetzt. Dann Banner des Mutes, dann wieder diese Kanonenlaserkarte, dann der enge Gang, dann nochmal ein Aizu, dann der Kaposaurus und die amazonische Kämpferin. Wahrscheinlich verbergen sich jetzt natürlich die restlichen Karten, die wir brauchen. Wahrscheinlich ganz hinten, ja, wäre natürlich lustig irgendwie. Nur diese Kanonkarte, dann Ritus des Geistes, dann, ja, sehr schön. Der verborgene Pistolenlauf als Rare. Den haben wir ja letztes Mal schon als Super Rare gezogen. Aber immer noch eine sehr schöne Karte, wie ich finde. Dann diesen Namen dieser Karte sind nur auf Englisch, also wieder Charm of Shabti, also als Pharaonic Guardian, dann Impachi und wieder diese Zombie-Monster-Karte da. Ja. Dann das nächste Pack. Da haben wir jetzt erstes wieder Metamorphosis. Dann nochmal eine Shinatus-Arche-Karte, dann wieder brennendes Zelt, Stamm der Katzenohren, Impachi und die amazonische Blasrohrkämpferin. Gut. Sind wir auch schon wieder beim nächsten Pack. Geht immer ganz schnell. Also das ist auch wieder, wie ihr sehen könnt, eine Erzunterweltler-Karte aus Dark Crisis. Ich denke, dieser Name dieser Karte könnte eventuell sogar schon Schachmatt sein. Bin mir auch nicht ganz sicher, da weiß ich den Namen nur Englisch. Pinnable oder Panel Blast. Dann, eine sehr schöne Super Rare. Amazonische Bogenschützinnen. Sehr schön. Die gab es, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich denke mal in Magician's Force, aber jedenfalls eine sehr schöne Super Rare, wie ich finde. Dann haben wir einen komischen Zombie-Ritter, dann der große Angus und Grabwächters Fluch. Gut. Und das nächste Pack. Da haben wir als erstes wieder Landformen. Dann wieder dieses Zauberbuch. Dann Raigeki-Brecher. Dann der Kartenhändler. Dann Meister Kyoshi. Und der amazonische Paladin. Gut. Also eine Super Rare können wir noch bekommen. Ich bin mir jetzt was. Jetzt dieses Set betrifft gar nicht sicher, ob es hier auch Secret Rare Karten gibt, wie bei den normalen Booster Sets, also da müssten wir uns dann überraschen lassen. Dann wieder diese pechschwarze Angriffskarte, dann graue Schwerkraftaxt, dann Drachenvolk, dann wieder eine Agido Karte, also ein Monster von Ishizu, dann Widerstand formiert sich und wieder diese komische Puppenspielerkarte. Gut. Jedenfalls, was die Rares betrifft, muss ich ehrlich sagen, haben wir jetzt also wirklich nicht so viel. Also ja, wundert mich eigentlich. Und wieder der Fluch des dunklen Herrschers, dann Wappen des Drachenzerstörers, dann Vereinigter Widerstand, Magische Bibliothek des Königs, Dunkelklinge und ja,
Der Cyberkrug. Sehr schön. Dann das nächste Pack. Hoffentlich bekommen wir noch ein paar Rares, also würde mich freuen. Drückt mir da mal bitte die Daumen, Leute. Ja, dann wieder Deal oder Gespräch mit dem dunklen Herrscher, dann Drachenvolk, dann das Pandemium oder Pandonium. Der Erzunterwälter oder das Ähnliche, also ich weiß nur, dass diese Karte, also die Spielfeld-Zauberkarte der ganzen Erzunterwälter-Monsters, also eine sehr schöne Rare-Karte. Dann Nachtmar, der Ninkenhund und der Zauber, Beschwörer nenne ich den jetzt einfach mal, wenn wir uns das Artwork hier so ansehen. Gut. Dann das nächste Pack. Vielleicht bekommen wir noch ein paar weitere Rares. Also drückt mir da bitte weiterhin die Daumen. Da haben wir jetzt erst wieder diese Zauberbuchkarte. Dann wieder diese komische Goblin-Karte. Dann als Rare nochmal das Pandemium. Der Erzunterwäldler. Okay. Dann die Eule des Glücks. Dann Kavasaurus. Und der Stamm der Katzenohren. Gut. Dann haben wir jetzt noch mit diesem Pack vier Packs, also fünf Packs. Und dann war es das auch schon wieder zu diesem Teil. Gut. Ich glaube, der Name dieser Karte ist Finstere Kammer der Albträume oder so ähnlich. Könnte mich natürlich auch täuschen. Dann. Ah, den Namen dieser Karte weiß ich leider auch nicht, aber ich denke. Sie sind Dark Crisis dabei, dann diese Karte auf jeden Fall. Die ist auch in Dark Crisis dabei, aber der Name ich leider auch nicht weiß. Eine sehr schöne Super Rare Karte. Der Dunkelglanzritter aus dem virtuellen World Arc mit Noah. Also dem Stiefbruder von Seto und Mokuba Kaiba, also eine sehr schöne Super Rare, wie ich finde. Dann das Stacheligelschwein. Dann Bezwinger des schwarzen Drachen, nenne ich den einfach mal. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Super Rare Karte, also die auf jeden Fall. Ich für meine Dark Crisis Sammlung brauche und Gott sei Dank gezogen habe. Dann Gedankengang. Oh, den Namen dieser Karte weiß ich leider auch nicht. Dann Ojama-Tryu. Kennt wahrscheinlich so manche aus Yu-Gi-Oh! GX. Das waren die Lieblingsmonster von Chaz Brinston. Es gibt noch eine fünfte Super Rare, okay. Sorg, der dunkle Herrscher, sehr schön, auch in Dark Crisis. Also anscheinend gibt es in diesem Set statt den üblichen zwei Ultras und vier Super Rares, zwei Ultras und fünf Super Rares. Ja, sehr schön. Dann wieder der dunkle Skorpion, dann diese Frostbestie und ja. Dann das drittletzte Pack. Hoffentlich bekommen wir zumindest noch eine Rare, die wir noch nicht haben. Da haben wir wieder das Gespräch oder Vertrag mit dem dunklen Herrscher. Dann Drachenvolk. Dann auf jeden Fall eine Wächterkarte von Raphaels Wächtermonstern, den Namen ich leider nicht weiß. Dann Nachtmar und wieder Impachi und wieder dieser Schwertzauberbeschwörer. Ja. Vorletztes Pack.
Drück mir bitte weiterhin die Daumen, dass ich noch eine Rare bekomme. Haben hier nochmal Vertrag mit Exodia. Dann Vereinigter Widerstand, dann Dramatische Rettung, ja. Die kennen wir auch noch aus Magicians Force. Diesmal als Rare. Oder nochmal als Reprint, als Rare bin mir gar nicht so sicher. Dann der pechschwarze Drache. Und umherlaufen die Menschen und nochmal eine Wächter-Seelkarte von Raphael. Gut. Und dann das letzte Pack, last but not least. Wenn wir Glück haben, bekommen wir auch hier noch eine Rare. Und ja, dann nochmal Vertrag mit Exodia. Vereinigter Widerstand und ja, ich weiß nur, dass das der Brecher magischer Krieger ist, aber ich weiß leider nicht den Namen dieser Karte. Tut mir leid. Dann nochmal der pechschwarze Drache, dann der Roboteraffe, der natürlich kommt dem diese Karte auch. So einigen aus der Serie, ebenfalls aus dem virtuellen World Story Arc mit Noah Kaiba vor, und zwar als sich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, welche von den Big Five das war. Ich denke, das war Grump, nee, nicht Grump. Gansley, genau, Gansley hat sich doch dann von Tristan den Körper geklaut und dann ist Tristan als dieser Roboteraffe aufgewacht, ja. Gut, dann nochmal diese Wächterkarte und ja, das war's. Ja, wie ich finde, noch drei sehr schöne Super Rare Pulls. Amazonische Bogenschützin, dann der dunkle Glanzritter und der Sorg dunkler Herrscher. Also im Großen und Ganzen kann ich mich eigentlich ganz und gar nicht beschweren. Ich finde, ich habe wirklich gute Pulls gezogen von den Holos. Von den Rares leider nicht so viele, wie ich erhofft hatte. Und von den Comments, ja, ich hoffe mal, dass ich zumindest auf 20 Karten komme, die ich für mein Dark Crisis Set brauche. Gut, dann sind wir auch schon am Ende des zweiten Teils meines Openings zu der Expert Edition Volume 1 Reprint Booster Box angekommen. Und wie immer am Ende meiner Videos, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und wie immer für sonstige Fragen oder Anregungen, könnt ihr mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht auch gerne meine Facebook-Seite, wenn ihr auch da mit weiteren Infos um meine Projekte, meinen Kanal und einfach Yu-Gi-Oh! Informiert werden wollt. Gut. Dann bis bald, euer Card Collector 116. Ciao.